Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal Flo Bowser. Und wie ihr seht, sind wir wieder in einem neuen Spiel. Und zwar sind wir heute in Trailmakers, der neue Trend im Moment auf YouTube, meiner Meinung nach. Und ja, das ist, also ich habe das Spiel noch nicht so lange, deswegen habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung damit. Ich kann euch ja mal die Autos zeigen, die ich bis jetzt hier schon so gebaut habe. Also als erstes haben wir hier das vorgegebene, Leute. So, das hier. Das fand ich ja, also beschleunigen ist jetzt nicht so toll hier bei dem Auto. Aber naja, man kann es gut als Schneeschieber benutzen auf jeden Fall, Leute. Schneit es bei euch auch gerade. Jo, bei uns, also wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich Sonntag, deswegen, also bei uns hier soll es am Mittwoch minus 23 Grad hier geben. Also gefühlt minus 23 Grad, eigentlich minus 18. Naja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, Leute. Okay, dann zeige ich euch das neue Auto, und zwar mein allerneuestes Auto, das ich hier gebaut habe. Nein, das war das falsche. Ja, aber das kann ich euch auch noch mal zeigen, das ist auch cool. Aber wir nehmen jetzt mal hier das. Das habe ich nämlich selbst gebaut, ganz selbst gebaut, ohne Vorgaben oder so. Ihr seht es hier, so ein staubiger, rostiger Motor vorne. Man sieht auf jeden Fall, dass ich selbst gebaut habe. Hier Scheinwerfer, das kann schießen, das Teil, Leute. Dann kann man hier losfahren. Hat eine einigermaßen okay Beschleunigung, Leute. Und ja, ihr seht, es lenkt auch gut. Also nur mit einem Reifen. Bei manchen ist das ja nicht so. Aber Leute, jetzt zeige ich euch das Ultra-OP-Fahrzeug. Und zwar dieses hier. Das ist wirklich super OP, Leute. Ihr müsst das selbst mal bauen. Also, ich habe hier diese Federung da, ihr seht es wahrscheinlich gerade. Dann habe ich hier ein paar Motoren eingebaut und halt solche Aufhübschungssachen. Keine Ahnung, wie man das sagt. Und das ist auf jeden Fall richtig schnell, Leute. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Also, Leute, jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Wir fahren einmal bis da ganz hinten zur Ziellinie. Drei. Warte, wir müssen bei 0 starten, Leute. 3, 2, 1, go! Also das ist wirklich mega schnell, Leute. Für meine, also meines Erachtens nach. Also ich finde das schnell. Jo, Mann, wir fahren 154 mit dem Ding. Alter, 160. Okay, ich muss aber mal langsam bremsen hier. Und ja, sonst fahren wir gegen die Wand. Okay. Man kann es ja zum Glück reparieren, Leute. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal mit dem Auto ein Drag Race, Leute. Das wird auf jeden Fall mega cool. Ach so, Leute, flankt auf jeden Fall mal den Like-Button, falls ihr mehr Trailmakers-Episoden sehen wollt. Ja, und falls du noch kein Abonnent meines Kanals bist, solltest du das schleunigst nachholen. Jo, Alter, den hat's weggefetzt. ja, damit ihr keine coolen Trailmaker-Episoden mehr verpasst oder coole Baututorials und so weiter. Aber jetzt würde ich sagen, reparieren wir das Ganze. So, und wir gehen in die Zone. Und wir fahren, wir fahren, wir fahren. Oh mein Gott, Leute, das wird bestimmt mein neuer Weltrekord. So, Leute, zack. Oh, 14 Sekunden. Das scheppert jetzt gleich gegen die Wand, ne? Oh, pfuh. Hat noch mal einiger... Junge, was war das denn? Weltrangliste Platz 10.051, besser als 49% der anderen Spieler. Neue persönliche Bestzeit. Ja, das ist doch gut.
Das Ziel für die heutige Episode ist nämlich, ein Auto zu bauen, was noch schneller ist, also was die Rekordzeit bricht von diesem Auto hier. Also eins, das quasi noch schneller ist als das Auto, was wir jetzt haben. Das heißt, wir gehen mal... Hier ist eine Anleitung, wie man das Auto baut. Das machen wir nämlich natürlich sofort. Wir setzen hier nämlich das da, dann setzen wir hier das da. Leute, ihr müsst euch das auf jeden Fall mal runterladen auf dem PC. Es ist wirklich ein mega cooles Spiel, Leute. So, das war falsch gesetzt. Wie setzt man das denn richtig? So ist doch richtig. Dann nehmen wir uns hier den Düsenantrieb, Leute. Boom. Gott, was ist das denn? Dragstar-Reifen. Ach, das ist wahrscheinlich für ultraschnelle Beschleunigung, Leute, diese Reifen. So, Leute, wir setzen dann hier noch unseren schönen Heckspoiler hin. Was, noch ein? Ah ja, tatsächlich, noch ein. Hä, was, und noch ein Heckspoiler? Junge. Alter, wie viele Motoren hat das Ding denn bitte? Okay, das verschieben wir mal ein nach hier und... Ups. Wartet, Leute, wir verschieben das nach da. Und nach unten. Mann, ich kann das irgendwie gerade... nicht so richtig verschieben. Ach, so ist perfekt. Ey, hier kommt noch ein Motor dran, Leute. Hey Junge, wie viele Motoren hat das Auto denn bitte? Jo, Leute, Mann, ihr seht's wahrscheinlich gerade, wie viele Motoren hat. Warum ist denn das falsch eigentlich jetzt? Verstehe ich gerade nicht. So wirklich. So ist richtig. Okay, wir setzen wieder so ein Ding zur Aufhübschung von den Dingen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ob es Aufhübschung, ob das richtig ist, keine Ahnung. So, das scheint richtig zu sein. Dann setzen wir hier natürlich so ein Teil. Hier nochmal so eins. Dann setzen wir hier vorne ein Lenkscharnier dran. Und hier auch. Hinten haben wir gar keine Lenkscharniere dran, Leute. Das ist ja übelst komisch. Aber, Leute, zack, hier wird auch noch was dran gesetzt. Und dann nehmen wir hier diese Schrottreifen, Leute. Ich weiß nicht, warum man die jetzt hier genommen hat für das Auto. Aber, ja, es ist auf jeden Fall fertig. Deswegen würde ich sagen, wir speichern das Ganze mal unter dem Namen... Weltrekord Drag Race. Race, genau. Ja, wird ja, also ist ja eigentlich richtig geschrieben, nur ich habe es halt groß geschrieben. So, speichern. Wir haben die Bauphase, Blaupause, keine Ahnung. Wir testen. Alter! Jo, das hat beide Autos weggefetzt, ne? So, ich zeige euch das mal. Naja, also von der Beschleunigung bin ich jetzt nicht so überzeugt. Und lenken kann das Teil auch nicht mit diesen Reifen. Boah, ey, was ein Auto, Mann. Also von dem Auto bin ich jetzt nicht hier so wirklich überzeugt. Vielleicht liegt es auch an der Straße. Ups, ja, es liegt an der Straße. Die werde ich sowas von abhängen, Mann. Oh, Junge, die sind schnell, aber guck mal, Leute, wie wir einfach wegziehen mit dieser ultra geilen, mega super Hyperkarre. Wir haben den Rekord von 14 Sekunden. Zack, der ist gebrochen und wir schnuppern jetzt übelst gegen die Wand. Und boom. Besser als 14% der anderen Spieler. Neue persönliche Bestzeit. Okay. Hört sich gut an. Aber, Leute, das Auto, das Weltrekordauto beim Drag Race, also unser persönliches, ja, das wollen wir natürlich selbst bauen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Und zwar nehmen wir uns hier erstmal einen Sitz. Naja, der ist ein bisschen zu schwer, Leute. Aber wir können den ja mal testen.
Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir nehmen uns hier diese Blöcke. Was ist das denn? Löschen. 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 Okay, wir nehmen uns auf jeden Fall mal diesen Block hier, setzen den hier dran und verschieben den noch. Okay, den kopieren wir jetzt einfach mal. Kapieren, ja. Genau, den kapieren wir jetzt einfach mal, ja. Ich glaube, wir haben den Block hier sowieso schon kapiert. So, wir dingsen das nochmal und dingsen das nochmal. Weil das wird wirklich das Hyper-Race-Auto, Leute. Wir kopieren das nochmal. Dann kopieren wir das hier nochmal nach vorne, Mann. Ja, das sieht mir doch schon mal nach einem geilen Grundgerüst aus, Leute. Okidoki, dann würde ich sagen, nehmen wir uns als allererstes mal die Lenkscharniere hier vorne. Wir setzen nämlich einen da dran. Zack. Boom. Und den kopieren wir jetzt ganz genau hier hin. Warte, wo habe ich den Lenkscharnier da drüben gesetzt? Okay, dann setzen wir jetzt den Lenkscharnier hier hin. Nehmen uns die Drag Race Reifen. Ja, das ist geil. Oh mein Gott, Alter, sind die riesig, Mann. Junge. Monster-Rennsportpferde. Oh, Leute. Mir fällt noch was Besseres ein. Die Rennsportreifen. Die sind ja noch schneller, weil die weniger wiegen, Leute. Das heißt, wir flitzen entweder richtig ab oder unsere Räder drehen durch, weil wir zu schnell sind. Okay, was ist das denn? Go-Kart-Reifen, aha. Ihr braucht hierfür keine Lenkscharniere, Leute. Nein, das wollen wir jetzt mal nicht machen. Zack, wir drehen das so. Okay, das passt. So, Leute, wir müssen natürlich gucken, das Rad dreht nach da, das nach da. Das heißt, wir nehmen uns das und drehen das. So, jetzt fährt das Rad in die andere Richtung. Fährt das hier auch in die richtige Richtung? Ja, macht es. So, das fährt auch in die richtige Richtung. Meiner Meinung nach. So, Leute, also ich würde sagen, das wird wirklich das mega super Drag Race Auto, Leute. Den kopieren wir hier nochmal und nochmal. Dann kopieren wir den hier nach vorne. Und hier kopieren wir den nochmal und nochmal. Oh Gott, Leute. Wir haben einfach so eine Monsterkarre. Wartet mal, Leute. Mir fällt gerade was mega cooles ein. Und zwar löschen wir die hintere Reihe, Leute. Zack. Und setzen da diese Jet-Schubdüsen hin. Passt das? Jo, dann. Leute, ich habe Fehler gemacht. Zack. Jo, das ist wieder die falsche Richtung. Mann, ey. Das, wir müssen das. Aha. Geht doch. Und das kopieren wir jetzt hier, ups, hier, hier, hier und hier. Oh mein Gott, ey. Wir haben wirklich jetzt schon das Mega-Schub-Raketen, was auch immer, Dingens-Auto erstellt. Also finde ich jetzt, wir nehmen uns noch hier Aerodynamik. Nee. Antrieb und Widerstand. Ja, wir nehmen uns das mal hier für die Aerodynamik. Und zwar, boom, packen wir das mal hier oben dran. Nur, das hier müssen wir noch einmal drehen. Und zwar so, ja, perfekt.
setzen das da unten dran. Und das machen wir noch weiter. Und zwar kopieren wir das in diese Richtung. Soweit es natürlich geht hier, Leute. Damit wir auch schön Aerodynamik hier haben. Okay, den können wir noch kopieren. Und das war es. Okay, Mann. Ey, das sieht jetzt schon so gut aus, Leute. Also ich glaube, da gibt es nicht mehr viel zu verbessern. Ballons, nein. Röhre, nein. Auftrieb und Widerstand, nein. Ich muss das gerade selbst erstmal suchen, Leute. Hier gibt es ja noch mehr. Oh, cool. Hier geht es ja noch weiter. Stimmt, Leute. Oh, wir nehmen uns mal dieses Ding hier, setzen das hier hin. Oh ja, das gefällt mir schon. Oh yeah, Mann. Dieses Teil hier gefällt mir aber mal richtig gut. Wir färben das eben rot, gehen dann auf das X und kopieren das. Oh Leute, ich habe noch eine bessere Idee, damit es besser aussieht. Und zwar setzen wir dann nochmal so ein Teil. Aber wir setzen das hier nochmal umgedreht hin, Leute. Das heißt, oh, ja, nee, gut, Leute. Das sieht jetzt natürlich nicht so dufte aus hier. Wartet, Leute, wir verschieben das mal erstmal nach da. Dann kommt das erstmal dahin. So, wir müssen das natürlich noch so verschieben, dass das hier... Achso, ich verschiebe gerade das. Ja gut, ich will ja das hier verschieben. Das heißt, boom. Ja, das sieht mir doch schon besser aus. Nee. Aha. Ja, Leute. Das ist das Ziel, was ich erreichen wollte. Und zwar Aerodynamik. Oh, das passt auch noch. Ja, das passt mega gut. Wir nehmen auch die... Oh Gott, Leute. Schaut euch bitte dieses krasse Auto hier an. Junge. Also, wir nehmen uns noch so einen Rahmen. Und... können hier nochmal so Ausgleicher hinsetzen. Das heißt, so, den kopieren wir mal eben nach hier. Kopieren den nach unten, nochmal nach unten. So, das reicht dann, denke ich. Dann kopieren wir den nach hier. Wenn wir den haben, kopieren wir den auch nochmal nach hier, Leute. Dann nehmen wir uns dieses Teil, buffen das dann so da dran. Ja, das sieht mir aber noch nicht so toll aus. Aha. Das Teil wird hier dran gebufft. Dann nehmen wir uns nochmal das Teil hier, Flachverbindung, Leute. Von der Höhe. Okay, das geht nicht. So Leute, ich glaube, wir testen unser Auto jetzt einfach mal. Wartet, Leute. Ich habe aber noch ein Ass im Ärmel und zwar... Oh ja. Wie wäre das, Leute, wenn wir hier einfach noch einen Spoiler dran knallen würden? Ja, das würde dann... Oh mein Gott. Also, Leute, wir hier, zack, speichern. Ja, das war mehr oder weniger. Das nennen wir Weltrekord. Dann in Klammern...
OMG, zack, zack, zack. Boom, das ist unser Weltrekordauto. Oh mein Gott. Wir testen. Wow, Junge, was hat das denn für eine Bodenhaftung, Alter? Hey, jetzt kommt mein Atze hier, Leute. Jo, meins ist schon zerscheppert. Oh, Leute. Jo, wir sind leicht von der Strecke abgekommen. Ja, Mann. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nicht. Ja, Leute. Wir steigen einfach raus. Aber Leute, ihr habt das Auto gesehen, ey. Wir probieren das Ganze nochmal, aber ohne Rennen, Leute. Weil das ist ein bisschen schwer zu steuern, das Auto, muss ich ja ernsthaft sagen. So, Leute. Upp. Nicht in die Startzone kommen, nicht in die Startzone kommen. Boom. Hohoho. Oh, ist das schnell, ey. Jo, das kommt nur immer vom Weg ab, Leute. Miau. Ich glaube, wir müssen aber noch mal dran arbeiten. Und zwar müssen wir hier einmal den Spoiler wegmachen. Weil das ist, glaube ich, übelst nervig sonst mit dem Spoiler. Leute, wir speichern das Ganze nochmal hier. Speichern. So, gespeichert. Zack. Jetzt sollte das Ganze nämlich besser laufen. Boah, das Auto ist aber schon, also das wächst schon richtig ab, ne? Also auf Sand kann das jetzt nicht so gut fahren, Leute, aber auf anderen Strecken kann das wirklich super gut fahren. Ihr habt es ja hier selbst gerade an der Rennstrecke gesehen. Habt ihr gesehen, das kommt einmal auf die Rennstrecke und dann sieht man das Auto nicht mehr. Wartet, Leute. Oh Gott, ist das schön. Meine Güte. Oh, was hat das denn... Ja, also so war das jetzt nicht geplant. Wir holen die noch ein, Leute. Oh, ich schaff's, ich schaff's. Fahr durch, fahr durch. Ja, nein, 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 nein. Wir haben uns gedreht. Nein, so ein Mist. Also das müsste vielleicht ein bisschen... Oh, Leute. Na gut, also ins Ziel fahren machen wir jetzt nochmal. Aber Leute, das Ding hat wirklich keine gute Dingshaftung. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ach so, Mann, oh nein. Man kann die Schubdüse aktivieren, Leute. Das ist mir noch nie aufgefallen. Leute, weil guck mal, Leute. Wofür haben wir denn die Schubdüsen? Wir können nämlich noch... Oh. Warte, Leute, der Versuch ist jetzt dafür da, um zu testen. Weil wenn wir jetzt losfahren... Können wir noch die Schubdüse? Ach so. Ja, ist einfach schon vorbei. Weil, guck mal, Leute. Wenn... Ja, warte, ich zeig das nochmal in so einem Drag Race. Oh. Hey, was abgebrochen, Mann. Ich will doch gar nicht abbrechen. Ey, das Auto ist aber schon so ein bisschen widerspenstig, Leute. Aber es ist saugeil, Leute. Das müsst ihr mal zugeben. Also es ist... Da kommen wir nie im Leben wieder raus. Wollte ich gerade sagen. Es ist saugeil konzipiert. Aber, ja, Mann. So. Nicht spawnen. Weil, Leute...
Wir können die Schubdüse noch aktivieren. Oh Gott. Ja. Das Auto ist jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell, Leute. Aber das macht nichts. Wir gehen einfach in den Bildermode. Und wechseln die Reifen. Ups. Und wechseln die Reifen einmal aus. Und zwar. Das. So, wir gehen hier auf Materialien. Dann nehmen wir uns hier einmal die. Wo sind denn diese riesigen Räder? Hier, da, Dragstar-Reifen. Dann hat das, glaube ich, bessere Dingsbums. Ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Oh, jo. So können wir das jetzt schon eher speichern, Leute. Zack, wir drücken da drauf. Oh mein Gott. Hey, Leute, das lässt sich jetzt viel besser steuern. Da kann man ja nichts gegen sagen. Also ein bisschen besser zumindest. Junge, aber wenn der einmal hier auf die Rennstrecke kommt, dann gibt der richtig Stoff, Leute. Warte, ich will mal probieren. Ja, es klappt, Leute. Wir haben das perfekte Auto gebaut. Wir können ins Drag Race. Ups. Ich hatte gerade S die ganze Zeit, A die ganze Zeit gedrückt. Deswegen ist der so ein bisschen nach links gefahren. Aber Leute, wir testen das nochmal. Weil jetzt sollte das nämlich eigentlich keine großen Probleme darstellen. Hier das Beschleunigen. Oh. Ey, das ist aber schon ein schnelles Ding, ne? War aber schon schwierig zu bauen, Leute. Und wir testen. Wir geben Gummi. Ja, Mann! Leute! Es klappt! Es ist so konzipiert, dass es klappt! Oh mein Gott, Leute, es klappt! Ja, ich weiß, ich raste gerade ziemlich aus, weil ein Auto funktioniert von mir, aber wir reparieren das Ganze natürlich noch einmal und geben hier mal richtig Stoff auf mit den Raketendüsen. Oh mein Gott, ey. Boah, ist das Auto schnell. Uah. Junge. Jo, der Sitz steht noch, aber alles andere ist weg, ne? Also ich glaube, beim Drag Race aktivieren wir mal die Dingens-Sachen lieber nicht. Ja, das hat übel weggescheppert. Leute, ich schneide jetzt mal zum Endversuch, Leute, wo das Auto auch wirklich klappt. Bis gleich. Oh mein Gott, Leute. Ich habe das jetzt noch mal ein bisschen verbessert. Das Auto ist jetzt so konzipiert, das ist so gut gebaut jetzt, dass es nicht mehr von der Strecke abkommt, auch wenn wir die Schubdüse aktivieren. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal, wie das dann umgesetzt aussieht, Leute. Wir rasen hier natürlich los mit der Schubdüse. Oh, die persönliche Bestzeit haut aber mal übelst rein hier. Und ja, Mann. Leute, ihr seht, es ist immer noch so, aber ihr habt gesehen, das Auto war mega schnell, Leute. Wir hätten es fast bis zum Ziel geschafft mit unserer heftigen Bodenhaftung. Ich will nur mal eine Sache noch ausprobieren, und zwar, wenn wir die Reifen hier auch löschen würden und stattdessen auch diese Monsterreifen hier benutzen würden. Was dann passieren würde, das würde ich mich ja mal gerne, also die Frage würde ich ja mal gerne beantwortet haben. Zack, die kopieren wir. Boom. Okay, Leute, speichern. Wir speichern das Auto. Boom, steigen ein. Oh, jetzt sollte das so schnell sein, Leute. Eigentlich sollte das jetzt so schnell sein, dass das hier alles wegfetzt, das Auto, jetzt wirklich ernsthaft. Und ja, Leute, Wettfliegen, was für ein Wettfliegen. Ich will kein Wettfliegen. So, Leute, wir sehen uns dann gleich an der Startrampe wieder. So, Leute,
Das Auto ist jetzt wirklich, also ich habe ja die Reifen nochmal getauscht und habe es auch nochmal getestet. Das ist jetzt wirklich so konzipiert, dass es dann auch wirklich stehen bleibt. Also ihr wisst schon, was ich meine, dass es nicht von der Strecke abkommt. Ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze jetzt mal in einem kleinen Track Race. Wir aktivieren die Schubdüsen. Und dieses Auto, was wir vorher hatten, das war ja nicht unser Auto, sondern... Mann, nur weil ich gelenkt habe, Leute. Sondern ein, ein Dingensauto. Ihr wisst schon, was ich meine. Das war ja ein Auto, was, wir haben da ja eine Anleitung zugekriegt, wie das gebaut wird. Und das sind Cheat-Autos, sogenannte Cheat-Autos. Und das lassen wir nicht in unserer Wertung zählen, sondern unser wirkliches Auto. Und, oh mein Gott, Leute, wir fahren, da ist das Ziel. Und wir haben es geschafft. 14,56 Sekunden mit unserem Speed-Auto. Und das war nur eine Minute, genau. Eine Sekunde und 4,8 Tausendstel langsamer, Leute. Und das haben wir selbst konzipiert und gebaut. Ja, Leute, falls ihr mehr Trailmakers-Episoden sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn du jetzt den Like-Button flanken würdest. Einfach da unten auf Like drücken, positive Bewertung abgeben. Würde mich sehr freuen, dann kommen mehr Trailmakers-Episoden. Und falls du noch kein Abonnent meines Kanals bist, solltest du das schleunigst nachholen. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Und wenn du links klickst, kommst du auf die letzte Episode. Wenn du rechts auf das Video jetzt klickst, kommst du auf eine angepasste Episode, die für dich angepasst ist. In der Mitte kannst du meinen Kanal abonnieren. Aber jetzt würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!